Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal der Wasserwacht Ortsgruppe Spremberg des DRK Kreisverbandes Niederlausitz e.V. Heute geht es um einen Bestandteil der Rettungsschwimmerprüfung, vorhanden in allen Stufen Bronze, Silber oder Gold, und das ist die sogenannte kombinierte Übung. Besteht aus Anschwimmen, Heraufholen eines 5-Kilo-Rings, im Anschluss Anwendung eines Befreiungsgriffs. Die Befreiungsgriffe sind in dem Fall festgelegt, das heißt Halsumklammerung oder Halswirbelgriff von hinten. Im Anschluss ein kleines Stück schleppen, transportieren, in der Regel wird es der Pfleg sein. Dann Bergen über den Beckenrand, eben den Patienten oder den Betroffenen eben herausholen. Und was dann bei den höheren Stufen dazu kommt, Überprüfung der Vitalfunktion und stabile Seitenlage. Das ist am Ende schon die ganze kombinierte Übung und die könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Nun schauen wir uns das Ganze mal von unten an. Die Übung beginnt mit einem Startsprung oder Kopfsprung und dann wird ca. 20 Meter angeschwommen. Dazu ist kein Schwimmstil vorgegeben, das Ganze geht in Brustschwimmen, Freistil, ganz wie gewünscht. Im Anschluss wird abgetaucht, das Ganze natürlich aus der Bewegung heraus, und es wird der 5-Kilo-Ring hochgeholt. Dieser ist der schwarze Ring da unten im Bild. Wie gesagt, 5 Kilo schwer, der eignet sich für die Übung am besten. Fürs Abtauchen gibt es an sich keine Vorgaben, nichtsdestotrotz, fußwärts abtauchen macht aus der Bewegung heraus einfach keinen Sinn, deswegen hier kopfwärts. Im Anschluss kommt die Anwendung des Befreiungsgriffs. Hierfür sind, wie vorhin schon erwähnt, die Befreiungsgriffe vorgegeben, das heißt Halswirbelgriff oder Halsumklammerung von hinten. Dieser Angriff erfolgt direkt nach dem Auftauchen, der 5-Kilo-Ring wird hochgeholt, fallen gelassen, dann folgt Angriff und Befreiung. Zu den Befreiungsgriffen haben wir schon ein eigenes Video auf unserem Kanal, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Für die einzelnen Elemente werden wir dann auch sicherlich nochmal ein Video machen. Wir haben das jetzt hier im Video ein kleines bisschen verkürzt. Normalerweise wird eine gewisse Strecke nach der Befreiung geschleppt. Da eignet sich am besten der Pfleg. Hier im Video machen wir das ein kleines bisschen kürzer. Es folgt nun die Bergung über den Beckenrand. Da gibt es eine ganze Menge zu beachten. Zunächst wird der Betroffene ans Ufer angebracht, das Ganze machen wir ja schon im Pfleg, und am besten, wenn wir so ein Becken haben wie bei uns, mit dem Körper an den Rand gedrückt. Die Arme bleiben dann unter der Schulter des Betroffenen, so kann dieser nicht wegrutschen. Dann werden die Arme einzeln unten drunter herausgezogen und die Hände über Kreuz gelegt, das war im Video gerade schon zu sehen. Wichtig ist dabei, dass die Handknöchel überkreuzt werden, auf denen wir uns dann als Retter abstützen, um aus dem Wasser rauszukommen, da die Übung eben darauf ausgelegt ist, dass dies nur von einem Retter passiert. Nun müssen wir den Betroffenen noch rausziehen. Dazu, je nach Gewicht, kann der Betroffene mehrfach nach unten getaucht werden. Das ist unkritisch, wir brauchen einfach ein kleines bisschen Schwung. Im Anschluss sitzt der Betroffene dann vor uns, wird also mit dem Oberkörper an den Knien im besten Fall angelehnt. Danach müssen wir uns noch die Arme sortieren, das heißt, wir greifen nur einen einzigen Arm. Die Daumen müssen dabei außen bleiben, damit wir den Betroffenen nicht verletzen, und wird dann so weit wie nötig nach hinten gezogen. Bei uns ist hier jetzt gerade gar nicht so viel Platz. Dann folgt das Ablegen. Hier müssen wir aufpassen, dass wir den Kopf nicht mit zu viel Schwung auf die Fliesen krachen lassen, sondern vorsichtig ablegen. Es folgt noch die Kontrolle der Vitalfunktion, und je nachdem, welche Prüfung wir jetzt hier gerade durchführen, kommt eventuell noch die stabile Seitenlage, so wie sie allen schon bekannt ist. Oder bekannt sein sollte. Wer sich nun fragt, naja, was macht denn das eigentlich für einen Sinn? Der Betroffene hat erst angegriffen und nun ist er bewusstlos und muss in die stabile Seitenlage. Ja, es ist halt eine Prüfungsübung, ne? Von der Realität ist das relativ weit entfernt. Ziel der Übung ist eben, relativ viele Elemente aus der Rettungsschwimmer-Ausbildung in einer Übung zu kombinieren und abzuprüfen. Dazu gehören also Tieftauchen, Anwendung der Befreiungsgriffe, Bergen über den Beckenrand, Prüfung Vitalfunktionen und stabile Seitenlage. Zur stabilen Seitenlage haben wir nochmal ein eigenes Video. Und hier seht ihr jetzt die Übung nochmal im kompletten Durchlauf, diesmal von Überwasser gesehen. Lara schwimmt also an, taucht ab, befreit sich, bringt Lena hier sehr gut aus dem Wasser raus. Man kann nochmal gut erkennen, dass Lena hier gut gestützt ist und nicht ins Wasser rutschen kann. Lara legt die Handknöchel übereinander, stützt sich darauf ab, nimmt dann die Hände in die Hand von Lena. In dem Fall ist es ziemlich einfach, die rechte Hand vom Retter nimmt die rechte Hand des Opfers, die linke des Retters, die linke des Opfers. Dann kann man das Opfer, pardon, korrekter Begriff ist ja Betroffener, eben wieder gerade drehen.
dann aus dem Wasser rausziehen und nach hinten bringen. Ich muss zugeben, die kombinierte Übung, die erfordert ein kleines bisschen Übung. Wenn man das aber 3, 4, 5, 6 Mal gemacht hat, dann sitzt das so langsam. Und das kann man natürlich auch, je nachdem wie der Trainer so drauf ist, etwas verfeinern. Also mit mehr Gewicht beim Betroffenen, weniger Gewicht beim Retter. Es ist alles möglich. Und die Übung ist als Ausbildungselement in meinen Augen durchaus sinnvoll. Vom logischen Ablauf des Sachverhalts her natürlich nicht sonderlich logisch. Aber es ist ja auch nur eine Übung. So, nun habt ihr gesehen, wie die kombinierte Übung in der Rettungsschwimmerprüfung funktioniert. Ich danke unseren Versuchskaninchen Lara und Lena für die tatkräftige Unterstützung. Ich danke unserem Kameramann, unserer Kamerafrau, die schon Feierabend hat und allen, die hier sonst mitgeholfen haben. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann nicht vergessen, Daumen hoch, Glocke drücken und so weiter und so fort. Und 24 und 48 Stunden Schwimmen und Volkstriathlon nicht vergessen. Die Links stehen unten drin. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Herausholen und Überprüfung der Vitalfunktion bis zur Stabilität. Scheiße. Die Kombi. Der Satz war so gut. Die kombinierte Übung besteht aus Anschwimmen, Heraufholen eines 5-Kilo-Rings, im Anschluss Anwendung eines Befreiungsgriffs. Die kombinierte Übung besteht aus Anschwimmen, Heraufholen eines. Bist du ein Arschgesicht? Die kombinierte Übung besteht aus Anschwimmen, heraus und was dann bei den Ich hab die Abmoderation gedreht. Da ist das Kamerateam. Das war's schon. Machen wir gleich noch einen Schluss. Winken? Winken. Die Lampen sind ja richtig rum. Ja, nicht? Ja, ne?